Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Düker. Ich bin ja schon ein bisschen platt. Sie reden von einem Anfang, jetzt. Also allein wir sind jetzt schon 2 Jahre dabei, hier Antrag über Antrag zu stellen und Sie aufmerksam zu machen auf die Not der Flüchtlinge, die Probleme in der Unterbringung. Also jetzt von einem Anfang zu reden, ist schon ein starkes Stück, finde ich. Konsequentes Wegschauen, was in der Welt vor sich geht, konsequentes Ignorieren der vielen Hinweise und Warnungen der Hilfsorganisationen und Verbände, dass nicht genügend Vorbereitungen getroffen wurden, keine Kapazitäten geschaffen wurden und das seit Jahren, das ist der Skandal. Das kann man nicht oft genug sagen. Das Land hat sich einfach nicht vorbereitet, hat die Hände in den Schoß gelegt und sich Aufwand und Verantwortung gespart. Und das hat dann zu den Problemen geführt mit viel zu wenig Vorsorge und einem fahrlässig erzeugten Notstand. Das hätte man in Ihrem Antrag eingestehen müssen und auf dem Gipfel auch, liebe Kolleginnen von SPD und den Grünen. So wären Sie vielleicht noch halbwegs aus dem Skandal anständig herausgekommen. Aber wie so oft mangelt es auch hier an der Fehlerkultur, insbesondere auch bei diesem Innenminister. Um einen aktuellen Eindruck zu bekommen, ob sich seit Burbach oder seit der Sondersitzung des Innenausschusses etwas vor Ort geändert hat, habe ich gestern noch mal selbst bei 2 Unterbringungseinrichtungen nachgefragt. Dort ist Ihre Taskforce auch nach 4 Wochen, nach Ihrer großen Ankündigung, noch nicht gewesen. Noch nicht mal angerufen haben Sie, um einen Termin zu vereinbaren. Ja? Nein, bei Landeseinrichtungen. Bei Landeseinrichtungen. Es war niemand da. 4 Wochen lang, ich glaube, wir haben 20 im Moment, 10 Menschen sind unterwegs, da ist noch nichts passiert. Aber Probleme gibt es da vor Ort. Ich war in Hemer. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Körfges zulassen? Ja, bitte schön. Bitte schön, Herr Kollege Körfges. Herr Kollege Hammer, Sie waren ja gerade dabei auszuführen, ich hatte mich schon vorher eingedrückt, sind Sie denn dazu bereit, jetzt zu sagen, wo Sie konkret waren und was da, ich sag mal, Ihnen vor Ort gesagt worden ist? Bitte schön, Herr Kollege. Ja, ich habe es gerade gesagt, Hema. Und da gibt es im Moment die Situation, Detmold, Nummer 2. Die Menschen kriegen dort eine Nummer im Moment, eine Karte, werden weiter transportiert irgendwo dahin, wo Platz ist. Sie sind überhaupt nicht registriert. Sie haben keine Ausweispapiere, das teilweise seit Monaten. Mehrere hundert Flüchtlinge sind so im Land unterwegs. Keiner weiß, wo sie sind. Konkret bedeutet das auch, dass sie ihre Asylverfahren noch überhaupt nicht begonnen werden können. Das heißt, es sind Plätze belegt. Die Menschen wissen nicht, was los ist. Vor allen Dingen auch weiß der Regierungspräsident gar nicht, wer wo ist. Ich möchte keine Dinge hier in den Raum stellen, wer da eventuell dabei ist. Ich denke mal, grundsätzlich ist das ein massives Organisationsversagen. Und da helfen auch die zusätzlichen Plätze, die Sie in Ihrem Antrag in Aussicht gestellt haben, überhaupt nicht weiter. Herr Kollege, würden Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen zulassen? Ich möchte jetzt gerne fortfahren und noch mal betonen, dass Ihr Antrag wieder mal ein Showantrag ist, dem es insgesamt an Verbindlichkeit fehlt. Deshalb fordern wir in unserem Entschließungsantrag transparente und nachvollziehbare Verfahren auf allen Ebenen und für die Umsetzung der Maßnahmen einen verbindlichen Zeitplan. Darüber steht nämlich nichts bei Ihnen. Und wichtig ist uns vor allen Dingen, dass sich die vielfach auch in den Kommunen prekäre Lage der Flüchtlinge umgehend ändert. Und daher fordern wir, dass die zusätzlich den Kommunen zur Verfügung gestellten 40 Millionen Euro ausschließlich für konkrete Projekte für die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Die Kommunen sollen durch einfachen Antrag Mittel erhalten können, um zum Beispiel mit einem Auszugsmanagement die Unterbringung in Wohnungen zu fördern oder um soziale Betreuung vor Ort zu gewährleisten. Das wäre dann Hilfe, die tatsächlich auch bei den Flüchtlingen ankommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, so sehr ich Ihren Entschließungsantrag schätze, an der Stelle gehen wir auseinander. Die Entlastung der Kommunen, da sehe ich im Moment einfach keinen Raum. Die 40 Millionen Euro, die müssen direkt bei den Flüchtlingen ankommen.
Das wäre im Moment absolut notwendig. Die Entlastung der Kommunen muss an anderer Stelle geregelt werden. Jetzt möchte ich noch Redezeit für meine Kollegin gleich übrig lassen. Ich fasse zusammen. Der Antrag von SPD und Grüne, der ist zu spät, zu langsam, zu wenig. Es ist die Bilanz rot-grüner Flüchtlingspolitik. Setzen Sie endlich die Vorschläge um, die Ihnen von allen Seiten gemacht werden, damit wir uns nicht länger schämen müssen über das Angebot, was unser Land den Menschen macht, die bei uns Schutz und Hilfe suchen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Dr. Stamm.